Dann nimm das und das und die guten Durchbohrungspfeile. Der Kram kommt in Müll. Es lohnt ja nicht, dass die sich damit abmüht. Na Steht zu so. eurer Sag Verfügung. mir, was, wenn es denn sein Dann muss. gehen wir jetzt den Schattendrachen besuchen. Aber wir werden ihn nicht töten. Wir werden uns auch nicht Gute angucken nach Idee, das mir zu Möglichkeit. Wir übertragen. werden an ihm einfach straight vorbeigehen und uns freuen, dass er existiert und uns nach Möglichkeiten bitte nicht tötet. Deine Zeit Wollen wir uns ist mal eure abgelaufen, Eingeweide Freundchen. Und Mercy kriegt sofort eine Stufe. Ah, da habe ich nichts gegen. Auf welche Stufe kommst du denn? Auf Stufe 9. Nee, auf Stufe 10. Was kriegst du denn? ETW 0 reduziert einem zusätzliche Treffpunkte, Sagenkunde erhöht um 1. Joa. Dann hast du echt auf Maximum. Naja, schon gut. Die Gruppe braucht mich? Wie triffst du denn mit dem Teil auf 3? Ja, Zumindest mit bitte. den guten Pfeilen. Ich warte. Also es ist gut, drei Fernkämpfer zu haben, das kann man nicht anders sagen. Ihr steht auf irgendwas drauf. Hier, guckt ihr das mal an. Engelshautring nehmen wir mit. Den Rest könnt ihr behalten. Ja, hier oben irgendwo steht, glaube ich, ein Droide rum. Den können wir dann ansprechen und sagen, dass der mal bitte aufhören soll und so. Aber Terrywald, der passt über den kleinen Zahn. Nordwald, das ist ein neuer Wald hinzugekommen. Tempelruinen. Schließlich haben wir da was zu erledigen. So, wir müssen hier hinten hin. Ich hoffe, das bringt was. Ja. Ich würde dich Sag gern mir, was zu sehen. tun ist. Ich Dankeschön. warte. Schattenwolf attackiert. Ah ja, da. Das wird nicht. Das wird Das nicht. sollte nicht Ich kümmere Ja, mich das Vieh drum. kriegt ja auch erstmal, wenn wir in das Gebiet kommen, von 3 Leuten erstmal, bevor es überhaupt an jemanden rankommt, 6 Pfeile quasi Deine entgegengeschleudert. Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Das Oh, wird wie nicht. peinlich. Ja, aber die Pfeile machen dem Viecher nichts. Darum tötet der Nahkämpfer das mit einem Schlag im Nahkampf. Ich in diesem Fall, nee, Korgan, wir beide haben verdammt viel Schaden bei dem Viech gemacht. So, jetzt Deine mal wieder Zeit ist Schatten. abgelaufen, Freundchen. Das wirkt nicht. Ja, aber es blockiert einen Schlag von denen im Idealfall. Und wir haben wieder so was Lustiges abbekommen, dass wir geschwächt wurden und hey, wir könnten theoretisch durch diese Schwächen sogar sterben. Zum Glück geht das mit der Zeit wieder weg. Weil das ist kumulativ, das heißt, das addiert sich immer weiter auf, theoretisch, bis man irgendwann bei 0 Stärke ist und wenn man ein Attribut bei 0 hat, kippt man tot um. Ja, sehr praktisch. Das wirkt nicht! Hier war doch eben so was Lustiges. Ich glaube, hier ist so ein Schattendrachen rausgeflogen. Ein netter kleiner Schattendrachen. Dann werdet ihr nichts tun. Das wirkt nicht! Was war denn das jetzt? Hä? Waffe unwirksam, Waffe wirkt nicht. Keine Ahnung, dann kommt so ein lustiger Strahl von oben auf das Vieh. Ach so, er ist dem Licht zu nahe gekommen. Und ist einfach mal krepiert. Interessant. Also die Kreaturen sterben durch Licht. Also bräuchten wir nur einen Lichtzauber und wir könnten hier fröhlich durchwandern. Ich bin bereit. Okay. Ich erinnere mich nicht groß hier dran, was man hier machen sollte. Auf jeden Fall tauchen hier neue Schatten immer wieder auf, so wie es aussieht. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Naja. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Es ist übrigens kein Wunder, dass Minsk sein Schwert Wuchtschaden macht, weil... Ja. Wir können mal hier reingucken. Ah, hier ist so ein... Hier sind so ein paar Alps drin, ne? Dann wollen wir uns mal eure Eingeweide anschauen! Das wirkt nicht! Ich glaube, der Einzige, der noch mit weniger als plus 2 Waffen rumläuft, sind auch wir. Wartet mal eben. Plus 1, ja. Plus 3, plus 3, plus 5, plus 2, glaube ich, der Bogen, ja. Und die auch plus 2. Ja, wir sind, Deine Zeit Der ist Einzige, der abge- keine Was soll ich tun? großen Ja? Viecher quasi, keine Das größeren wirkt nicht. Viecher mehr töten kann. Das wirkt nicht. Wie peinlich. Okay, das Ich Problem hoffe, an das bringt Eris was. Geschossen ist eh noch was anderes, weil ihre plus 5 Schleuder ja leider keine plus 5 Geschosse benutzt. Aber ich das ist ein denke, anderes ich Thema. Bin soweit. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, die Säule mal hier an. Seid doppelt vorsichtig. Ich Scheint bin mir nicht sicher, so zu dass sein. alle erdenklichen Arten Okay, von hier Mausefallen dort im Dunkeln das nur auf unsere Morgenritual. hineintappenden Zehen warten. Das ist richtig, wir brauchen nämlich
Hier drin gibt es Ritualabschriften. Sag die mir, werde ich dann auch noch vorlesen, da sie wichtig sind für das Rätsel, was hier in diesem hübschen Räumchen quasi ist. Stimmt etwas nicht? An diesen Ort erinnere ich mich. Seht ihr den Sonnenedelstein auf dem Sockel? Solange er hier liegt, wird kein Schatten in unserer Nähe kommen. Und wir sind sicher. Wird er entfernt, werden die Kreaturen angreifen. Wir brauchen diesen Edelstein, um die Schattenschranken zu überwinden. Wir müssen lediglich auf einen Kampf vorbereitet sein, wenn wir ihn abgenommen haben. Oh, wie peinlich. Ja, kommt einfach mal näher hier. Ich warte. Wir haben ihn noch nicht angepackt und sie kommt trotzdem einfach näher. Na, mir soll es egal sein. Winsele um Gnade. Und, ja, wir müssen nur weiter reingehen. Schon geschehen. Hahaha. Idioten. So, dann nehmen wir den mal hier mit. Das Licht des Edelsteins, der auf dem Podest ruht, durchdringt die unnatürlichen Schatten, die an diesem Ort herrschen, mit Leichtigkeit. Ihr könnt den Edelstein problemlos an euch nehmen. Ja, ihr seid zu weit entfernt, um das Erin im Grün an dich. Ihr nehmt den Edelstein vom Podest. Die Lichtstärke im Raum nimmt dadurch deutlich ab und die Schatten werden länger und dunkler. Darum wollte ich Messi mitnehmen, weil sie ab und zu was sagt. Wir hatten den jetzt. Ah, da hier Yoshimo, Sonnenedelstein. Die sind schön. Der runde polierte Stein erstrahlt in einem äußerst kräftigen Licht und scheint alle Schatten rund um euch zu bannen. Das hier ist ja, wir müssen uns noch ausrüsten und leuchten können. Ah ja, wir müssen uns natürlich bewegen. Ja. So, das Morgenritual habe ich. Es gibt drei Rituale. Irgendwie ein Morgen, mittags und noch ein anderes. Das ist ein Abendritual. Ja, und die sollten wir alle finden. Ah ja, ich wollte ja noch was umstellen. Ich war noch mit Dings nicht ganz zufrieden. Die Stimmen sind teilweise sehr laut. Und die Musik hat mich teilweise auch, und die Soundeffekte auch. Umgebungsgeräusch ist, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube, jetzt wird das um ein Vielfaches besser. Von der Aufnahme auch her. Auf jeden Fall ist hier noch die Statue, aber wir müssten eigentlich noch so mehr Ritualdinger. Oder die finden wir weiter später da drinne. Was braucht ihr? Ja, ich da. Bin ein Wachmann im Ausweichen. Wieso kommst du nicht an das Auge heran? Leichtfüßig und so. Probier's einfach mal. Das ist irgendwie total blöd. Da ist irgendwas drin, aber man kommt da nicht ran. Weil dieses Ding dazwischen kommt. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwie zu umgehen. Ja, ist ja vielleicht mit alt. Auf jeden Fall, wir lesen jetzt erstmal das Ritualblatt, was hier jemand aufgehoben hatte. Morgenritual. Die Schriftrolle stellt eine Unterweisung für das Morgenritual des Sonnengottes Amaunator dar. Wisset, meine Kinder, dass ihr mir das Morgenritual darbringen müsst, um meine Augen und Ohren zu erfreuen. Wenn die heiligen Strahlen der Erde berührt und der Morgen wie süße Musik über das Land fließt, verändert das Ritual auf eigene Gefahr. Führt es nur halb aus, wie ich es dargelegt habe. Der erste Teil des Rituals ist verschmiert. Vielleicht könnt ihr korrekt raten, was zu tun ist, wenn ihr wüsstet, was das Mittags- und Abendsritual abläuft. Haltet das heilige Buch zur Sonne. Also zweitens, haltet das heilige Buch zur Sonne, auf dass es durch die Macht gesegnet, auf das es durch meine Macht gesegnet wird. Geht in euch und denkt über den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit nach. Das sind die Dinge, die mich erfreuen. Okay, dann sollten wir vermutlich noch nicht mit der Statue reden, oder?
Ich speichere mal vorher. Schätze mal, wir müssen das Ritual eh nicht durchführen. Kind der Sonne, werdet ihr euch dem Test des heiligen Rituals stellen? Ihr müsst euren Glauben beweisen, bevor euch der Sonnenfürst sein Symbol anbieten wird. Ich bin bereit, mich prüfen zu lassen. Ich möchte mich noch nicht prüfen lassen. Ich möchte mich noch nicht prüfen lassen. So sei es. Der Sonnenfürst wird euch nicht segnen, bevor ihr euren Glauben nicht bewiesen habt.